Hallo und willkommen zurück in den Umbrella Labors. Denn da sind wir jetzt angelangt in der letzten Hälfte des Spiels. Was? Du hast das halbe Spiel? Ja, sag mal so zwei Drittel. Ich bin ehrlich gespannt, weil das ist ja hier das Bett, wo ja normalerweise die Cheryl liegen würde. Hier liegt jetzt keiner. Sherry, glaube ich, heißt so oder so ähnlich. Sherry Lady, deine Mama ist eine Durchtriebene, hat uns alle umgebracht. Was ist dabei? Was wir natürlich nicht nehmen können, ist diese wunderschöne, leckere Salami-Pizza. Das sieht so aus wie eine Salami-Pizza mit Meer. Mit mehr einfach. So, ich bin mal gespannt, ob die Gegner jetzt hier auch. Ich denke, wir werden es ein bisschen schwerer. Ich hoffe es natürlich nicht. Gar nicht stören. Du bist basierend auf unserer aktuellsten Bioforschung auf Ihren Nährstoffbedarf zugeschnitten. Genießen Sie unsere Auswahl gesunder Nahrungsmittel. Etwas dazu beizutragen. Warum frage ich überhaupt? Ah, nein, der ist drin. Oh Mann. Also wirklich. Was zum? Ist dir der Kopf weggeplatzt? Musst du Julienko-Videos gucken? Ne? Oder Bibis Beauty Palace? Ne? Und die ein bisschen vor Doofheit strotzen. Ich muss gerade mal ein bisschen dissen. Ja? Aber Leute, mal ehrlich, wenn man versucht, komisch zu sein, das hält viel und kommt auch viel von Spontanität. Das soll natürlich
rüberkommt. Nicht so, dass man weiß, dass alles nur bestellt ist. Nur so ein Tipp. Nein, bei mir ist alles spontan. Genau, sind auch spontan. Ja, Indie ist voll, was soll ich sagen? Ich weiß, aber Indie ist voll. Ich hätte auch noch das eine, das andere. Nee, das geht nicht. Geht das nicht? Nein, das geht nicht. Da haben wir doch noch einen Platz. Ne? Zum Teufel. Wir haben den Long. Ist es jetzt gut? Ich komme ja auch gerade aus der Küche, verstehst du? Essen, Küche. Also hier waren wir drin. Ne? Ich habe das Gefühl, dass ich gerade von hinten lauter erschrecke. Hier kam er raus, der kam von hinten an. Da kam er nicht durch. Für den Flammenwerfer können wir nicht nehmen, Indie ist voll. Was soll das sein? Kannst du nicht direkt das verbrennen? Das geht nicht. Das wäre einfach. Keiner möchte Spiele, die einfach sind. So, da müssen wir etwas einsetzen, dass wir noch mischen. Mission Impossible. Da haben wir den Chip. Kombiniert. Ah, das geht. Das ist schön. Sekunde, dann müssen wir doch auch diesen. Das wusste ich gar nicht, das geht. Wir haben gerade Blocks dazu. Das heißt, dann müssen wir den doch auch nehmen können. Ja! Das war ein bisschen zu viel Begeisterung. So, was können wir jetzt mehr untersuchen? Verringert den Oh, ganz wertvoll. Verringert den Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert dringend Ihre Anwesenheit im Ostbereich. Chief Cartwright, ich kenne nur Bonanza. Aber ist egal. So, das ist die Mathilda. Mathilda, mir ist schwanger. Ich habe das Gefühl, der ist immer noch nicht tot. Da kommt er mir entgegengesprungen. Leck mich doch am Arsch. Alea hat wegen ihm gerade einen Herzinfarkt gekriegt, den ersten in ihrem jungen Leben. Hier hast du dein Messer. Da hat er sich, glaube ich, auch gerade gedacht. What the fuck? Mann, und ich rechne auch noch damit. Ah. Du erschreckst dich wegen meinen Schreien. Sag mal, wer soll denn das jetzt glauben? Das Messer haben wir dabei, das andere ist eigentlich fast verbraucht. Eine Menge an Indie, klar.
Signalmodulator, den kriegen wir jetzt schon. Das G-Virus ist im Westbereich. Alles klar. Also wir können nochmal zurück. Ich laufe ja gerne hin und zurück. Muss ich ehrlich, also ich bin ein Fan von hin und zurücklaufen. Wenn der jetzt noch wieder lebendig ist. Er liegt doch da. Lecker Beinchen. Lecker Beinchen. Er ist gut. Also ich bin mir zu 100% sicher, dass er jetzt tot ist. So, Oss. Chillen dürfen. So. Ja, ja, das sind so Schlafkabinen. Die sind in Japan sehr viel. Weil Japan ist ja total überbevölkert, da ist ja nicht viel Platz. Weißt du, was du mich jetzt kannst? Noch mal an deinem Freund hier. Hier, an dem da. Komm, Beinchen, komm, Beinchen. Jetzt mache ich mich lustig über dich. Tom, wenn man viele Sachen überlebt. Hallo? Nein. Boah, das wäre jetzt so herb, wenn der jetzt einer durch ein Fenster fliegen würde. Boah, aber ich mich da schnell. Ich programmiere jetzt gerade nicht zu gehen. Nein. Ja, aber ich speichere jetzt nochmal Sicherheitshalber. Speichern, sag ich. Speichere jetzt sicherheitshalber nochmal. Jetzt sind wir so oft. Da habe ich irgendwie keine Lust mehr, das nochmal zu machen. Da ich jetzt auch so mittelkräftige Dopamin-Adrenalin-Mischung gerade in der Blutbahn habe, wollen wir auch nicht an den offenen Kopf lassen. Damit über, wie heißt dieses moderne, neumoderne Wort dafür? Jumpscares, ne? Ich rechne jetzt minütlich damit. Das gelbe Pulver. So. Leute können hier kombinieren. Und können nochmal kombinieren. So. Schon haben wir das. Mit oder so? Nein,
eigentlich gespeichert, ne? Bevor wir hier rübergegangen sind. Das ist der Grafikeffekt, den finde ich sehr merkwürdig. Wir hatten gespeichert, bevor wir hier rüber sind, ne? 20.43 Uhr. 21.14 Uhr. Ja, hat noch. Ja, stimmt. Ich habe keine Waffe. Kann ich jetzt die eigentlich equippen? Ausrüsten? Wie geht das? Stell sie drauf. Und dann auf die 1. Danke. Ich hab das wieder nie gespielt und weiß. Ich vermute, ist nur so eine Vermutung, die Pflanze wollte Sex mit ihm haben. Fressen wollte ihn ja nicht, weil sonst hätte sie es ja getan. Oh Gott! Was ist hier passiert? Hat ihn nur einfach gegen die Wand gedrückt. Ganz lieb. Führungspersonalrechte für Computerzugriff erforderlich. Wir wissen ja alles, was jetzt. Deswegen wippt er so. Ein wilder Mod. Weiß ich nicht, woher soll ich wissen, was die Lösung ist? Also die Lösung wäre der totale Krieg, natürlich. Das Deutsche. Ich kann mir das nicht merken, das muss ich mir aufschreiben.
Warum stöhnst du so? Ich finde es nur einfach schön, dass sie miteinander spielen wollen. Na, mal ganz ehrlich, das kann ja jeder kommen. Die wollen einfach nur ihre Homosexualität ausleben. In einem zweisamen Spiel der innigen Schweinpflanzerei. Noch eine Handgranate, weiß ich. Wahrscheinlich wollte sich da in einen letzten Kraft an sich selber sprengen. Schreiben wir jetzt auch mal auf. Einfach vielleicht spart uns, dass es einmal wiederkommen. Ich kann ja diese Codiersprache, ne? Ich kann das übersetzen. Das ist das Wort für Lee. Ne? Also heißt das übersetzen. Lee. Lee. Wir wollen das nicht verwechseln mit viel. Das ist was anderes. So, wir brauchen. Dann brauchen wir. Und dann können wir. Enter. So, haben wir das offen. Jetzt müssen wir aber erstmal zurück. Der wäre da länger rumgechillt, da glaube ich. So, das kann verstaut werden, das kann verstaut werden, das kann verstaut werden, das kann verstaut werden. Hatten wir nicht so ein großes? Ja, hatten wir. Das müssen wir rausnehmen. Und weiter geht's. Wir könnten ja jetzt nochmal speichern, oder müsste ich die Folge beenden? Schon wieder 24 Minuten. Das ist quasi zu Ende. Das ist so cool, dass man bei dem anderen Spiel so umstellt, dass du erstmal diesen Granatwerfer haben musst. Das ist hier ein Vanilla und schön schnell. Zack, Schaschlik. Der Salat schon.
Flasche gespießt. Die Mathilda gar nicht bei sich gerade, aber ich hätte auch gar keinen Platz mehr für die Mathilda. Oh, wieder nur 51 Schuss. Nur. 51 Schuss für die Mathilda. Nur. Sicherheit. Na, also Sicherheit geht ja bekanntlich vor. Im Falle einer Zombie-Apokalypse. Wir müssen den Code Urf farmen. Urf. Ufter. Tetere. Tetere. Wie stellen wir das nochmal ein? So. Urf. Nochmal dieses Pulver. Ich glaube, das war nicht sehr. Jetzt sind wir aber voll. So, also das große können wir nicht brauchen. Das können wir verstauen. Das
zweite Messer verstauen wir auch. Aber. Nee, wir haben kein blaues, wir haben gelb, haben wir nämlich bis zum Bett noch, ne? Wir brauchen noch blaues, also können wir das auch verstauen. Wir können das verstauen. Und da sind wir kurz fliegen. Oh, ein 100er Kanister. Wie viel hatten wir noch auf der Lunte? 140. Inventarplatz sparen. Ja, ich hatte einfach jetzt Lust drauf, mal zu verschwenden. So, Leute, schon wieder eine Folge zu Ende. Was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, wie ich das mache hier. Hier runterrasseln die ganzen Folgen wie Bekloppter. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht es gut. Wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.